Hallo und herzlich willkommen zurück zur 32. Folge von LEGO Jurassic World. In der letzten Folge sind wir ein wenig durch den Wald gelaufen und sind dann zufällig hier vor dem alten Besucherzentrum gelandet aus Jurassic Park 1. Das ist ja ein Zufall. Sieht ungefähr sogar ungefähr irgendwie gleich aus. Ungefähr, ne? So ungefähr. Nur irgendwie war da vorne kein Tor und die Bäume sahen auch ein bisschen anders aus und ich glaube nicht, dass sie innerhalb von 20 Jahren so doll gewachsen sind. Oder? Das ist ein Dino. Cool. Oh, ist das cool. Ist ja voll die coole Idle-Animation. Warum schwebt sein Bruder eigentlich? Ist der Superman? Warte, mal gucken, ob der Bruder auch irgendeine Idle-Animation hat. Tut den Dino raus. Der holt Kopfhörer raus. Wie cool. Ach, ist das super. So, cool. Jo, wir springen da mal rein. Oder? Müssen wir das mal kaputt machen? Was müssen wir hier machen? Wir basteln was zusammen. Wir basteln uns einen riesigen Schlüssel, der sich alleine dreht. Das ist vernünftig. So, Tür ist aufgegangen. Und wir können starten. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erzählt. Nee, das hast du bis jetzt noch nicht erzählt. Hast du Glück gehabt? Sonst hätte ich mich auch beschwert. Tante Claire schickt sicher jemanden, um uns zu suchen. Wir warten hier. Er wird uns finden. Wird er nicht. Lass das. Komm schon. Wie schön er mit dem Dino rumspielt. Voll cool. So, jetzt geht's. Mist, ich erkenne nur das Jahre zurück. Komm also schön kaputt fahren mit. Menno, muss ich mich anstrengen und das kaputt machen. Lass mal den auch mal ein bisschen was tun hier. Jetzt in Folge hat ja meistens sein Bruder alles gemacht. Als er sich so schön daran ausgeruht hat. In unserer Kugel. Was ist denn hier passiert? Wo ist zum... Okay. Kommen wir aber nicht hin, oder? Nee. Vielleicht kommen wir da später nochmal hin. Ups. Was sind das denn? Sind das Ratten? Deko-Ratten? Was sind denn was so? Klar, warum denn nicht? Der tut einem doch nichts, was will denn haben? Der will ein Eis haben, ein Stück Fleisch und... Was ist das, ein Schokoriegel? Das ist mal standardgemäß hier alles kaputt prügeln. Ups. Natürlich brauche ich einen alten für. Der auch in dem neuen Film mitspielt. Was? Ja, naja. Will ich nicht so viel spoilern. Jo. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da reinkommen soll, aber da ist ein Nachtsichtgerät. Immer ein Nachtsichtgerät mit. Denken an alles, damit man dann nicht irgendwie hochkommt. Die Regale da oben durchsuchen. Kannst du mir da hochhelfen? Nee. Sehe ich nicht. Hier ist etwas Fleisch. So, yummy yummy. Sieht frisch aus. Die meisten Fleischfresser können ohne Probleme Aas fressen. Schön für sie. Hat der große Stück Fleisch jetzt gegessen? Der kleine? Wer hat er denn gemacht? Jo, na komm mal her. Upp. Ich sehe einen Schokoriegel auf dem anderen Regal. Ich kann ihn durch den Schacht erreichen. Okay, dann probier mal. Warte eine Sekunde. Ja, könnte eine Minute warten. Geschafft! Schade.
Schade. Jo, Schokoriegel. Ich glaube, ihm geht schon besser, Zack. Jetzt brauchen wir nur noch Fleisch. Fleisch, hier kommen wir nicht rein. Was könntest du denn hier mal machen? Reparier mal Ding mal. Ganz schön dunkel da drin. Keine Sorge, ich regle das. Machst du das? Ich guck grad mal, ob ich hier noch irgendwo das Eis finde. Ich hier nirgendwo, oder? Nicht, dass ich irgendwie dann das Eis übersehe. Da oben ist auch kein Eis, das sind nur ein paar Blumen. Das ist ein Presslufthammer. Okay. Hier komme ich aber nicht rein. Okay, ich habe keine Information, wie ich da reinkommen könnte. Oh, ist da mit so einem kleinen Dino, weil da so krass Kratzspuren drauf sind. So, was möchtest du denn? Lass mich dir einen guten Rat geben. Ja, so, ja, wissen wir doch. Wo ist das Eis? Da oben liegt ein Bohrer rum, das ist auch kein Eis. 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 Achso, da stimmt, da hat seine Fackel bei. Hallo, Kollege. Na? Sieht gemütlich aus. So. Hier reagiert der Ding ein bisschen präziser als bei Lego City. Besser so? Ja. Wo man dann gedrückt hat und dann hat er noch nicht gezählt, sondern ein bisschen später. War ganz komisch gewesen, die Reaktion. Ich hab mal gespürt. Was? Hier. Wackelt doch. Ja, gut, dann machst du das halt. So, und jetzt möchte ich mal Eis haben. Das ist gut. Das kam jetzt. Unerwartet. Nee, nee. Was ist da noch drin? Das Schokoeis drin? Was nennt denn der Kirsch? Und davor? Was ist denn das weiße Eis? Können wir mal überlegen. Kokosnuss? Kokosnuss-Eis. Für Kokosnuss-Eis. Und alles andere Eis. Ich hoffe, das reicht. Ja. Er sieht schon viel munterer aus. Oh. Na toll. Was? Jetzt folgt er uns. Cool, jetzt können wir den spielen. Super. Hui. Das ist ja voll cool. Nice. Hui. Hui. So, mach mal hier auf. Moment, der kann dagegen hauen. Was? Oh. Wir können mal reden springen. So, komm. Wie heißt die Dinger? Compsognathus. Wir können Kompi-Röhren verwendungsfähig aus zu erwerben. Ja, gehen wir mal rein. Cool. Der sucht sich einen Ausgang, Junge. Dann ist er weg. Ne, weiß ich nicht. Ich glaube, der nimmt euch ja mit. Wie cool. Ja, da wir bauen wir auch nicht wieder mit dem Dino hier alles um. Wir können bestimmt gleich Sachen zusammenbauen mit ihm. Agro Dino. Oh, Steinchen. Ups. Ich glaube, er mag uns. Kann sein. Nee, nee, der mag euch nicht. Der hilft nur, weil er muss. Letztes Mal ist kaputt mit dem Dino. Hier ist noch ein Fahrzeug versteckt. Geht aber nicht kaputt. Und hier schwebt noch irgendwas rum. Kannst du
Lass mich raten, Dino hat Angst vor Dunkelheit, oder? Ja, ist klar. Da ist aber ganz schön viel Gerümpel und alles, ey. Okay, kann man rausgucken. Okay, wir haben auf jeden Fall draußen auch noch ein bisschen was zu tun, wie es aussieht. Skalinchen. Musik wird lauter. Ich glaube, es wird dramatisch. Können wir nichts machen? Hier. Können wir nichts machen? Na komm. Was soll denn das? Hä? Der geht nicht. So, Kiste ist auch Schrott. Ich will den Blumenpott noch. So, wo kommt man hier hin? Was? Oh. Wir gehen mal zurück. Okay, wir wechseln mal. So, da hat schon wieder Musik angehabt und jetzt können wir hier ein bisschen mal was zusammenbauen, wie zum Beispiel dieses Trampolin. Na los, rüber mit dir, Gray. Nö, ja, ich geh zuerst. Ach, der fährt nirgendwo hin. Zumindest nicht ohne den Motor und das Vorderrad. Benzin braucht es sicher auch. Hm? Oder eine Autobatterie. Ach, oder auch nicht. Hab den Sprit. Und eine brennende Fackel in der Hand. Ist doch super. Besser kannst du gar nicht laufen. Sprit und brennende Fackel. Okay, wir tanken mal auf. Sprit, check. Was jetzt? Ich glaube, ein paar Reifen fehlen uns unten. Da fehlt auch noch eine Autobatterie. Ich glaube, da ist wieder was für unser Kleinen. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz geblieben. Wie wir das Rad herunterbekommen. Vielleicht kann uns der Kompi noch mal helfen. Klar doch. Ich könnte ihn danach werfen. Zack! Der Rad ist doch schon unten. Er denkt doch nicht mit. Ach, das möchte sie nicht nehmen, oder was? Hat eine falsche... Oh, hat eine falsche Größe. Ich hab gedacht, ist egal, welches. Kann ich denn das Rad mitnehmen? Bumm. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ich hab gedacht, hier kann ich noch irgendwo drauf. So, Reifen ist angesprungen. Nein, oder doch nicht. Kommen wir nicht durch, ne? Wir wechseln mal kurz auf ihn. Der kann ja noch. Ich meine, natürlich, der kann natürlich hier noch rein. Und wir gehen da draußen. Okay. Jetzt machen wir mit Randale. Randale. Oh. Ein paar Steinchen können wir immer noch gebrauchen. Die 100% haben wir noch nicht. So, da oben kann ich, glaube ich, ein Tor öffnen. Das mache ich aber gleich erst. Okay.
Schnellgestrüpp. Und hier noch. Hä? Moment, war da vorne gerade irgendwas? Ich habe gedacht, der kann Stumball. Reinspringen kann er auch nicht. Gehüpfe, Gehüpfe. Ach, die Blumen hier. Die Blumen. Die Pilze noch. So, jetzt springen wir mal ins Rohr rein. Jetzt. Nein. Jetzt. Da steht sogar noch ein Stressipack dran. So, Knöpfchen ist gedrückt. Wir wechseln mal. Sag mal, jetzt kommen hier dann. Hier, was ist denn jetzt hier los? Wo kommt seine Bruder hier an? Was ist denn das? Okay, fertig. Ja genau, so holt man eine Autobatterie raus. So mach ich das auch immer. Das ist ganz normal. Ja. Oh. Jetzt geht doch mal weg hier. Stinkt. Der kann da oben nichts gegenwerfen. Verdammt. Der kann auch nichts außer hier. Und werfen kann der auch nicht wirklich viel. Ja, wissen wir doch schon. Ah, kann hier vielleicht einer hochklettern? Nee. Okay, hier sind alle keine großen Kletterkünstler. Na toll. Batterie kriegen wir auch nicht. Also können wir schon. Und nicht mit ihm. Ich glaube, wir haben hier alles. Ne, hier sind Blumen. So, jetzt aber. Motor, check. Mal sehen, ob er anspringt. Wow, es funktioniert. Hast du überhaupt einen Führerschein? Nein, nur den Teil mit dem Fahrrad. Oh, oh. Oh. Was? 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 Nein. Nein. Ihr Peilimplantat. Sie hat es sich ausgerissen. Sie sind entwischt. Hören Sie das? Was zum... Wie haben Sie den zum Laufen gebracht? Hm. Oh oh. Guten Tag. Tschüss. Oh. Kommt da angeflogen. Sieht nicht so ganz gemütlich alles okay. Aus. Ich glaube, es weiß nicht, wie es hier reinkommt. Aber wie es uns dazu bringt, ihn rauszulassen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und ob wir hier irgendwie heil rauskommen. Das sehen wir alles in der nächsten Folge von Lego Jurassic World. Bis zum nächsten Mal.